Leute, was geht ab, Leute? Hier auf dem Weg zu einem Bubble Tea Laden, denn der verkauft scharfe Nudeln. Ist spontan reingekommen, Evanjo macht so eine Challenge und die machen wir heute. Wir hatten eh vor, die zuerst mal probieren. Dementsprechend ist es kein so großer Unterschied, außer dass wir es halt so schnell wie möglich machen müssen. Aber es ist eh besser, wenn es eh scharf ist, dass es so schnell wie möglich gemacht wird. Und dann probieren wir noch den Döner von Carmen AZ. Aber ich teile das, glaube ich, auf in zwei Videos. Also das Video mit der Challenge und dem Schafessen kam wahrscheinlich gestern. Für euch gestern, für mich heute. Und das mit dem Döner testen dann heute. So, das ist Alupi. Leider keine Zeit, um Bubble Tea zu kaufen, nur Nudeln. So, Leute. Da haben wir's. Noch nie so oft, aber die gönnen wir uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, leider keine Zeit für ein Bubble Tea. Hätte ich mir jetzt echt gerne gegönnt. Aber ich muss weiter. Die Jungs warten. Was geht ab? What's up, man? So, wir haben es geschafft. Stream läuft, die Jungs haben geduldig gewartet, Kuss geht raus an euch. Ja. War ich immer noch beim Kacken. Er hat gesagt, er verspätet sich ein bisschen, er kackt noch und es war vor 48 Minuten. Ja, ich kümmere mich jetzt ein bisschen um den Stream, mache ein paar Sachen und dann drehe ich eine Einleitung für Evanios Video und dann macht Tati erstmal den Döner. Den Döner und dann machen wir die scharfen Nudeln. Vielleicht ist das nicht schlau, weil vielleicht müssen wir uns übergeben und kotzen den Döner wieder aus. Aber ich denke mal, es ist nicht so, so scharf. Also ich hoffe es. Alles klar. Passt soweit. So. Hier sind die Brötchen. Hier ist das Fleisch. Zwei Soßen. Genau. Saftiger Mix. Hier gar nicht so aufwendig, hoffentlich. Welcher Mix? Hier, ja. Hier Mix. Chicken und Beef. Zwei Soßen, zwei Fleisch. Nee, wir müssen nacheinander. Anbraten. Also ja, aber ich meine beim Essen dann. Achso. Beim Essen gönn ich mir doppelte. Also die ganze Packung in 38 Sekunden. Ja! Dann gewinnen wir, könnten wir gewinnen, wenn nicht einer schneller ist. Ein Taui. Der schnellste, der das ist, kriegt ein Taui. Echt jetzt? Ja. Evanjo hat das gemacht. Evanjo hat 44 Sekunden und einer hat es schon gemacht, der hat 38 Sekunden gehabt. Okay, und wann ist das Ende? Ende weiß ich nicht, habe ich so nicht mitbekommen. Okay, aber nur einer kriegt's. Nur einer, der am Ende am schnellsten ist. Okay. Und man hat zwei Versuche, das einzugleichen. Okay. Aber so. Ich denke nicht, dass wir es jemals schaffen werden. Also Tati ist die einzige Hoffnung. Sag niemals nie, Alter. Aber wie gesagt, ich schaff's nicht mal, wenn die nicht scharf werden, so schnell zu essen. Das Problem ist, ich habe das halt noch nie gemacht. Also noch nie schnell irgendwie so. Weil ab und zu hole ich mir schon so Nudeln, normale Nudeln vom Ding. Ja. Und esse die halt dann, ja. Weil ich mag da halt sowas. Aber ich habe halt nie so gesagt, okay, ich hau die mal so schnell rein oder so. Weißt? Okay, das ist schon krank. Aber 38 Sekunden ist doch ends krank. Oder? Ja, extrem! Und jetzt? Ja, gut, das ist was soll man machen? 44 in eine dreiviertel Minute. Schon viel, Alter. Ja, ich weiß nicht, sehr bei uns. Drei Bissen je 15 Sekunden. Werdet ihr versuchen, ehrlich, so schnell wie möglich zu schaffen, oder? Also ich schon, ja. Hey, man weiß nie. Vielleicht auf einmal schlucke ich alles. Aber ich denke nicht. Also, ich kann ehrlich sagen, ich denke nicht, aber ich werde es mal versuchen. Aber eigentlich sind es halt nur Nudeln und scharfe Soße. Und scharfe Soße, gell? Ja, okay, das geht schon. Wenn es nicht zu heiß, aber es muss nicht allzu heiß sein, oder? So wie es will. Du kannst oder? Es abkühlen lassen. Ja, okay. Ich kann also heißt es ja. Also kann schon sein, dass ich es schaffe, oder? Oi, der Tati! Kann schon sein, oder? Er gibt Hoffnung. Ich muss halt nur wissen, ich brauche halt nur die Technik, weißt du? Ich muss halt überlegen. Deshalb weiß ich nicht. Ja, heute ist Probe und dann können wir beim nächsten Mal noch was angleichen. Können wir echt machen, aber warum machen wir heute als Probe die Samen? Weil können wir schon machen. Ich hab die meinte, es riecht schon mal nicht schlecht. Es riecht echt nicht schlecht. Ja. Schaut auch gut aus. Ja, es riecht echt nach Döner. Also zumindest die großen Scheiben hier, ja, schauen nicht schlecht aus. Schauen wir mal. Yes. Bist du noch für Instagram posten, aber Tati meinte, wir können eigentlich schon fast loslegen. Ging recht flott.
Da musste auch nicht viel gemacht werden, Fleisch anbraten. Währenddessen war das Brot im Ofen. Bisschen hier geschnitten. Zack, zack, zack. Schon denkst du, der Influencer kommt jetzt, macht ein paar Stories. Ja, das ist echt gut, Mann. Schau mal, da sieht man, dass es echt noch roh ist. Ja? Ja. Sprich, das heißt, es wird echt nicht zu trocken. Finde ich gut, Mann. Sehr nice. Aber das heißt dann auch wiederum, man muss es gut anbraten. Food Factory Best. Schatzi macht einen auf Food Factory. Check das Video von gestern ab. Weiß ich, einer auf Food Factory, Mann. So muss es gemacht werden, Mann. Wie heißt die? Green Kellogg. Food Factory, Mann. Aber die haben es richtig gemacht. Go! Gar nicht mal so schlecht, Mann. Echt jetzt? Ja, Mann. Wieder ein echter Bilder. Hab ich doch gesagt. Ist echt nicht schlecht, Mann. Hat er gesagt, fehlt ein bisschen Salz, nicht mal gekommen. Also, ich würde vielleicht noch ein bisschen, ja? Bisschen würziger machen, vielleicht. Mhm. Ja. Aber so ist schon gut, Mann. Auf geht's, ich hab schon Bock. Oder? Los geht's, Leute, los geht's. Ja, los recht hatten. Leg mal los. Geil. So, ich fang jetzt an, Jungs. Ja. Super salty. Ja. Also ich glaube, das Brot ist auch mega geil. Ja. Und zwar, also ich habe es vielleicht ein bisschen zu lange klingen lassen. Das sieht schon geil aus. So wie es dampft. Wenn der Dampf da rauskommt, Leute, richtig saftig. Also es ist schon ein bisschen knusprig jetzt geworden, vielleicht ein bisschen zu lange klingen lassen, aber... Geil, Alter. So, ich muss mal jetzt mal ein bisschen... Geschmackstest. Schmeckt nach Soße. Ist scharf? Wie ist es? Nicht so scharf. Nicht so scharf. Oh, Alter, da musst du sofort Dings holen. Diese hier. Aber Alter, die ist eins lecker. Ja, Mann. So krass. Die gibt's nicht überall. Die ist. Ja, Mann. Die ist eins geil. Die ist echt. Scheiß, Mann. Nein, die ist echt geil. Aber also es gibt noch viel mehr Sorten, gell? Es gibt noch nicht mehr Sorten. Ja, aber das ist Mayo. Ja, Mayo-Ding. Mayo, geht schon. So. Oder ich habe auch normale Schafe. Tschüss, lieber. Nee, der ist nicht normal, der ist noch schärfer, der mit Gründeck ist normal. Gründeck schmeckt scheiße. Also ich bin der Meinung, dass die Soße ein bisschen zu... Was? Alles nass. Das sind Tomaten. Dass die Soße ein bisschen zu mild sind. Also nee, dann die geht sofort das rein. So, ich mache mir jetzt auch mein... Also ich habe 13 Euro gezahlt. Für alles? Ja, 13 Euro 5. Ist ja nix. So viel. So, das Leute, sind, hat die gesagt, der ist nicht schlecht? Das sind 3 Euro pro Döner. Es bleiben sogar Tomatenteile und so noch übrig. Ja, wusste ich, das habe ich extra, ja. Das sind, sagen wir mal, 4 Euro pro Döner. Mit Tomaten, mit allem drum und dran. Kannst du noch mal essen, ne? Ich habe mir einen mit Beef gemacht. Ich meine, das ist echt schon mega. Und dann einen mit Chicken kommt noch. Ja. Freunde, echt lecker, wirklich. Also kann man empfehlen, ja, wenn man zu Hause eh zum Beispiel Sachen hat, wie Zwiebeln, Tomaten und so hat man eh, holt man sich die Burger, man muss ja auch nicht so viel, man kann auch nur eine Soße kaufen, eine Sorte Fleisch, ja. Das Fleisch sieht man, das reicht locker für vier Döner. Wirklich nice, Mann, wirklich nice. Hört ihr? Ist nicht schlecht, gell? Ja, falls Lockdown wieder die Dönerläden zu sind, Leute. Das ist meiner jetzt, der zweite mit Chicken. Es also ist nicht, ob sich das im Mund verteilt, hat sich drauf gehabt, bla bla, oder Magen. Drauf geschlichen. Ich hab oft schon scharfe Sachen gegessen. Ja, okay. Aber nicht das doch. So. Euer Chong, ich gönn mir die Cola, gell? Nein. Chong, ganz ehrlich, was soll das, Alter? Er lädt sich selber ein, oder? Ja? Ich finde den super geil. Ja, aber den gibt's nur in dem Edeka, wo du da warst, oder? Am Isartal, oder? In Pullach, ja. In Pullach ist das, gell? Ja, das war eins der kranke Edeka. Riesig. Wir hatten noch andere Specials und so. Ja, das. Das ist der Edeka Hotspot, oder was? Anscheinend. Aber warum? Warum nur bei dem? Schade eigentlich. Du musst deinen Edeka um die Ecke anschreiben und dann sagen, hey, nimm das ins Sortiment auf. Ja, 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 krass, das ist wirklich so. Das hat Julian Ziedler auch gemacht. Und dann haben sie das Remo und so. Die sind ja einzeln, gell? Hm? Deswegen steht auch mal der Name da, gell? Hm? Ah, stimmt. Endgeil, wird sehr knusprig. Ja, Gino, ich werde mir mal das so essen. Überraschend gut. Überraschend echt gut. Ich werde schnell essen. So.
Fleisch echt solide. Brot sehr überraschend. Weil es ist ja so aufbacktiefkühl. Mega, ja. Die haben Backbeträge mitten und so, die sind da technologisch echt hoch. Ja, aber das war super geil, Mann. Ja. Ja. Schön knusprig. Ich habe es nicht lange drin gehabt. Ich hab auf 150 Grad gestellt, ja. 5 Minuten, habe den Ofen ausgemacht, fertig. Das Fleisch ging auch relativ zügig, ja. So welche Sachen hat man meistens eh zu Hause. Soßen kann, muss man nicht immer alles kaufen. Keine Ahnung. Also günstig, ja. So 3 bis 4 Euro, je nachdem. Mega. Wirklich gut. Ja, überraschenderweise sehr guter Döner, Mann. Ja. Zeit für die Nudeln. Also ich habe gesagt, dieser Döner ist bei mir in den Top 5, weil der einfach flexibel ist. Ja. Du kaufst die Grundzutaten, die hast du im Tiefkühler, die hast du immer da. Die sind solide, die sind geschmacklich sehr gut. Und du kannst den Döner rein theoretisch so pimpen, wie du gerade Bock hast einfach. Okay. Ja. Du kannst auch andere Gewürze mit rein tun. Du kannst Zwiebeln mit anbraten oder... keine Ahnung, andere Soßen selber machen, musst du nicht die Soßen kaufen, die er anbietet. Yeah. Sprich, du kannst diesen einen Döner in mehreren Döner machen und das macht ihn so gut, ganz ehrlich. Weil die Grundzutaten, die Grundsachen sind solide, stabil. Sind stabil, sind sehr lecker. Und du kannst auch einfach nur dieses Fleisch mit Reis essen. Boah, Gänsehaut, Digga, Gänsehaut, Mann, ohne Scheiß, weil ich liebe das, Mann. Ich liebe dieses, so ein Fleisch, angebraten, schön mit Reis, mega, Zwiebeln dazu. Oh mein Gott! Geile Scheiße, Alter! Queen Kebab, ihr habt neue Fans! Was gibt's für abschließende Worte, Leute? Chung, was hast du für abschließende Worte zu heute? Ich liebe euch, ihr seid echt krass, Mann. Macht's weiter, Mann. Ihr seid der beste Kanal, den es gibt, Mann. Rabattcode super saftig. Rabattcode super saftig. Abonniert den Kanal. Gönnt euch 5% auf Koro. Folgt ihm auf Instagram. Ja, follow me auf Instagram, Chung Spanks. Chung Spanks, oder? Döner war echt geil, war echt lecker, überraschend. Ja. War schlecht. War okay. Das war's, Leute, von uns. Chilliger Tag mit den Jungs. Schaut vorbei auf Instagram, Facebook, Twitter. Schaut die Videos an, gebt uns ein Like. Benutzt sogar ein paar Code, super saftig, damit wir noch mehr Spaß haben mit Koko. Wie immer, kauft euch Bitcoin, ihr wisst Bescheid. Immer noch. Oder John, kauft euch Bitcoin. Ja, Mann. Ich hoffe, Barisch bestellt wird diese Bitcoin. Ich warte immer noch. Das war's von uns. Ciao.